Hallo und willkommen zurück zum Star Wars Outlaws. Wir müssen erstmal hier runter. Und dann müssen wir da dahinter. Dann mal los. Wo ist denn unser Raketenantrieb? Hallo? Ah, oh, wow! Also das Ding hat gefixt. Dann lassen wir mal kurz auf die Karte gucken. Wir sollten eigentlich auf die Straße kommen. Und zwar hier. Das mal ohne mich. Ah, da war Sprungschanze. Ha! Endlich. Ermöglicht Kane, mit dem Gleiter zu springen und Hindernisse auszuweichen und neue Gebiete zu erforschen. Das heißt, ich kann mit dem Gleiter springen. Na klasse. So. Warte mal, wir haben sie doch ein wenig verfremd. Okay, dann müssen wir bloß was abholen. Bloß ist gut gesagt. Hätte mich auch. Will die Fracht ab? Ja. Ach, da ist ein Loch. Warte schon mal hier. Komm, Kumpel. Wir haben natürlich noch alles mögliche Grapschen hier. Das müssen wir in die Siedlung bringen. Gut festhalten. Das ist Gefühl. Wir werden hier überfallen, oder? Deine. War ich richtig? Nein, natürlich nicht. Da geht's natürlich durch Spike-Territorium. Okay, lass mich hier passieren. Ich will keinen Stress mit denen. Die gerade schon wieder wegen aufbäbbelt.
war das? Da geht's, glaube ich, rein. Ja, meint sie? Ich glaube, den Rest laufen. Ne? Da reinbringen? Vielleicht solltest du dir das mal ansehen, Kay. Jetzt verstehe ich das Ganze. Das betrifft die Crimson Dawn und geht der Ruf hoch. Und vom Hutten geht er runter. Bei den Hutten würde dann schlecht. Gut, es würde ja noch gehen. Du hast es geschafft. Die Kredite sind auf dem Weg zu dir. Und das war unser Schmugglerauftrag. Und damit können wir schon leiser laufen. Oh, nicht schlecht. Das können wir auch gleich freischalten. Jetzt haben wir praktisch bloß noch das hier. Genauso wie das hier. Sehr schön. Und hier haben wir noch den Durafaserstoff. Den kann man leider bloß finden. Da gibt es nichts, wo man den holen kann. Und dann geht es natürlich hier noch weiter. Und wir müssen hier die Revolverheldin natürlich noch machen. Gibt uns wahrscheinlich bessere Fähigkeiten. Das gefällt mir schon. Brauchen Sie ein bestimmtes Teil für Ihren Gleiter? Nee, Gleiter nicht. Bei dem muss man aufpassen. Wir. Da wäre was. Gehen wir mal kurz hin zu dir. Habt ihr ein Banditenproblem? Eher ein Fliegerproblem. Diese Viecher stehlen alles, was glänzt. Die haben bestimmt schon ordentlich Beute oben auf dem Typhonfelsen. Ich hab's leider aber noch nicht hochgeschafft. Aha. Vielleicht versuche ich es mal. Ja, viel Glück. Okay. Bist du mal... Ich hab Schiffsteile, wenn Sie welche brauchen. Jo, klingt gut. Schauen wir mal welche. Oh, hey. Ach so. Wie? Der kann es mir jetzt einbauen? Einen enormen Schaden verursacht. Wir probieren ihn mal. Ich kann bloß einen von denen installieren, ne? Der macht die Schilde weg und der macht Schaden. An Besuch. Kein Thema. So, haben wir auch. Muss da mal wegen rauszoomen. Und zwar wollen wir ja das hier machen. Zeit zu verschwinden, Nix. Noch ein Gerät. Geh doch mal weg, ihr blöden Viecher. Da ist er.
das ist der Treffpunkt, von dem Danka gesprochen hat. Der Vorsprung sieht nach einem guten Versteck aus. Okay. Gut, nix. Bleiben wir außer Sicht weiter. Nicht erschrecken. Was? Was hast du hier verloren? Du erschrickst. Ich sagte, ich brauche keine Hilfe. Neue Situation. Wow, das ist nicht nur eine einfache Übergabe. Korrekt. Ich habe Nachrichten von Crimson Dawn abgefangen. Das wird nicht so leicht, wie Danka versprochen hat. Hallo, tolles Treffen, aber ihr habt schon eine Abmachung mit Danka und sie hat mich zum Abholen geschickt. Danka? Typisch Pikes! Ihr wollt uns wohl reinlegen! Erteilt ihnen wenn das mal so geht, wer ist jetzt Feind hier? Shit. Oh, okay. Hatte nicht erwartet, dass die alle uns umbringen wollen. Danke ich für alle. Die, Hilfe. Dein Tod hätte Jalen wütend gemacht. Tja, dann holen wir dann Kasmuluske. Hä? Was? Die Muschel, Kay. Durchsuche die Gleiter nach der Muschel. Anweisungen für Dread, nicht vergessen, Dread. Bring die Wane nicht zum Übergangort, wenn die vom Crimson Dawn es sehen wollen. Erschieß sie, danach kannst du ihre Credits einstecken. Wenn Crimson Dawn irgendetwas ausgeheckt hat, wollen wir neben dir nicht auch noch die Moluschke verlieren. Du bist ersetzbar, die Muschel nicht. Etwas gefunden? Ja, nichts. Hier steht, sie haben nichts dabei. Die wollten bloß Crimson Dawn reinlegen. Danke, aber schlecht informiert. Aber die Gleiter sind toll. Jede Menge Nachrüstungen. Die Pikes haben eine Werkstatt in der Nähe. Vielleicht kommen sie von dort. Ob da auch die Muschel ist? Der Vorarbeiter ist als Schmuggler bekannt. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter der Nummer steckt. Ich gehe ihn mal besuchen. Und ich bleibe hier und kümmere mich um das hier. Sag Bescheid, wenn du die Moluske geborgen hast, dann arrangiere ich ein Treffen mit Danka. Danke. Du, bist ziemlich nützlich. Ja. Okay, 0,9 Kilometer müssen wir fahren. Wir sind so langsam. Wow. Ich weiß nicht, muss das so sein, dass es mich immer jedes Mal überfährt? Ich wollte das Ding bloß bestrafen. Frage. Hätte vielleicht mal auf der Karte gucken sollen.
Muss ich rein oder was? Nein, 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 nein. Da komme ich doch nicht rein, oder? Soll ich denn da reinkommen? Also ein Schatz in der Nähe. Natürlich. Hm, die Werkstatt der Pikes. Hoffentlich finde ich Dankas Muschel hier. Ich will ja nichts sagen, aber... Ich muss mich beweisen. Komm da nicht hoch. Alle Oktoschara wissen, wer wirklich das Sagen hat. Stimme ich. Das ist eine Haufen, das war sehr ruhig in letzter Zeit. Ich darf da natürlich nicht rein, ne? Gibt's da keinen anderen Eingang irgendwie? Ich bin mehr wert als das. Ist das zum Kotzen, bis sie den Eingang finden, du, ist Weihnachten, ne? Das natürlich auch noch, ne? Oh nein! Nix ist doch da. Gut so nix! Hol das Pack da, Kumpel! Oh, was? Das ist falsche Teilkurse. Also. Was hilft mich denn da so hart, ey? Kleiner. Natürlich. Das war schon klar, dass wir das wieder in den Abgrund treiben. Wie ein Schatten, okay? Du hast ihren Schatten. Die 5? Ich bin in der Werkstatt. Irgendein Tipp, wo ich anfangen soll? Wenn der Vorarbeiter dahinter steckt. Vielleicht in seinem Büro? Darauf hätte ich wohl auch selbst kommen können. Das war knapp. Da drin? Die Tür dann auf? Tatsächlich. Alles klar, nix. Holen wir unser Geld. Irgendwelche Schüchchen haben wir gekriegt. Ich bin nur sicher, wenn es zur Sache geht. Die
Pikes stehen am Ende als Sieger da. Ich weiß es einfach. So, wieder raus hier. Die Pikes verdienen Respekt. Ich gehe da vorne wieder raus. Da wir alle killt. Handy 5, ich hab das Paket. Wo bist du? Ich warte in Yauntas Hoffnung auf dich. Wurdest du gesehen? Ist doch egal. Hauptsache ich hab es. Wie beruhigend. Ich kann doch jetzt eine Schnellreise machen, oder? Jetzt noch einen Schatz geben, aber ganz ehrlich, ich schaue, dass mich da besser still mit denen. Ich kann keine Schnellreise machen. Das ist traurig, weil ich bei denen nur im Gebiet bin. Du musst aus dem Gebiet hier raus. Wie wär's mit einer Spritztour? War klar. Alles klar, ihr seid so richtig sauer. Ich weiß gar nicht warum. Ich gebe mal was am Sack, ne? Ist das alles? Warum frage ich? Ich denke, die sind raus. Und dann habt ihr es betreten, ja klar. War jetzt nicht irgendwo Brücken? Ach. Bist spät, Kay. Danke, wartet. Was? Warst du besorgt? Nein. Okay. Nobody Troy. Was? Sei vorsichtig. Danke ist Vermittlerin, keine Freundin. Man kann ihr nicht vertrauen. Wem kann man das schon? Wir sehen uns auf dem Schiff. Das kommt mir so bekannt vor. Aus einem Trailer. Runde 2 sieht immer noch gut aus. Kavis. Schon zurück. Ich sag ja, sie ist noch neu, aber gut. Wer ist das? Nur eine Freundin. Setz dich. Der Job war unerwartet kompliziert, danke. Du lebst. Hey, das ist kein Spielzeug. Das ist eine Investition. Halt. Du bist neu. Ich kenne nicht viele wie sie. Diebstahl von Schmuggelware, Arbeit mit Syndikaten.
Du könntest eine Gefahr fürs Imperium sein. Aber du kannst mich vom Gegenteil überzeugen. Bestechen? Was heißt bestechen? Tolle Freunde, Duncan. Ich habe keine Freunde. Ich will ja keinen Stress mit dem Imperium. Mir hat das auch nicht gefallen. Deshalb habe ich mir eine der Perlen geschnappt. Das eben tut mir leid, Kleine. Aber bevor wir fertig sind, brauche ich noch eine Sache von dir. Was? Danke. Das war alles sehr viel schwerer, als du gesagt hattest. Wie wäre es dann mit einem kleinen Bonus? Ich muss zurück nach Mirogana. Wir treffen uns bei Makal. Hey, brauchst du was? Mehr Boga Noga. Was? Dank Farik. Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe alles verloren. Bitte, ich muss mit jemandem reden. Ach, die Deutschen? Oh, ist ja gut. Worum geht's? Wo fange ich an? Hierher zu ziehen war ein großer Fehler. Dieser Mond ist ein Albtraum. Ich wusste nichts von diesem Wind. Er hat all meine Waren zerstört. Hätte ich nur weiter auf Corellia gefälschte Bacta-Anzüge verkauft. Moment, gefälschte Bacta? Und dann musste ich natürlich gerade diesen Offizier erschießen. Was habe ich mir nur gedacht? Das frage ich mich auch. Mein Leben rutscht einem Exogott den Rachen herunter. Es ist aus. Das ist furchtbar. Hau besser ab. Mein Schiff ist in eine Schlucht gestürzt. Aber danke fürs Zuhören. Keine neue Quest? Hüttenkarte gut. Okay. Schauen wir mal. Das kann ich ja nicht machen. Doch, da ist was. Aber das will ich jetzt natürlich nicht machen. Da geht's nochmal weiter. Da ist noch das Lager vom Balkon aus, das wo wir gesehen haben. Ah, warte mal, das ist noch gar nicht fertig hier. Aber wir können eine Schnellreise hier machen. Das haben wir noch gar nicht fertig abgeschlossen. Da rein. Hast du Maka kürzlich gesehen? Hallo? Ah, Kay, da bist du ja. Ja, worum geht's denn? Keine Sorge, ich bin nicht sauer. Ich bin beeindruckt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du hast eine Perle genommen, Kleine. Ich mag dich, also habe ich einen kostenlosen Tipp für dich. Diese Perle bedeutet Einfluss. Das Klügste wäre, sie den Ashiga zu geben oder Crimson Dawn. Beide wollen sie. Ich kann die Sache für dich regeln und sogar sagen, dass sie von dir kommt. Aber mach so etwas nie wieder. Crimson Dawn die Perle geben, da sind wir schon auf gut. Da sind wir natürlich knapp bei gut. Die können wir ein wenig besser halten. Ich würde mal sagen, hier. Gib sie doch den Ashiga. Ich bin sicher, sie wollen die ganze Sammlung. Schön. Ich sag, sie war verschwunden und du hast sie gefunden. Bis demnächst, Kay. Du weißt, wo du mich findest. Ich hätte es aber auch gehalten können, oder? Aber was jetzt?
Keine Ahnung, was das alles immer für Auswirkungen hier hat. Ja, ja, Michelaga, du mich auch. Wie ist denn der nächste Status hier von Ruf? Wäre natürlich exzellent. Okay, also die zwei haben wir eigentlich schon mal ganz gut im Griff. Da ist doch noch irgendwo Auftraggeber, oder? Und da hinten haben wir auch noch was. Ich weiß nicht, ob wir das da probieren sollten. Da ist noch das Vorratslager und da ist noch... Was sind das dafür? Okay, warte mal. Reichten für die Aufträge. Ein Auftrag. Eine Gelegenheit verfügbar. Da waren wir doch bei der gerade. Ne, bei der geht's nicht mehr. Dann brauchen wir den anderen. Das ist dann der da wahrscheinlich. Auftragsvermittler? Ach da, nee. Das ist wieder am Arsch der Welt. Muss ich wieder darüber. Dann würde ich mal sagen, das hier. Vielleicht kann man da noch was lösen. Ich habe die beste Auswahl in der ganzen Galaxis. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Ist da? Du bist nix. War ich hier schon? Hey, ich suche nach Lalini. Und wer bist du? Eine Freundin von Arlo. Arlo lernt in letzter Zeit echt viele Leute kennen. Folge mir. Okay. Das? Na gut, sieh dich um. Das ist jetzt Grimson Dorn hier. Kaufen. Noch ein Kohle hier. Dann kaufen, was gibt's hier? Brauchen wir auch alles. Brauchen wir auch. Nehmen wir auch mit. Nee, 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 das behalten wir noch. Profis Geschäfte zu machen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nee, nee, da sind wir. Da sind wir schlecht drauf. Aber gut zu wissen, dass wir da auch durch können. Glaube ich nicht. Wir wissen hier alles, was sie brauchen. Okay.
Okay. Kann ich da her? Jawohl. Was ist denn das da eigentlich? Da ist da auch nochmal eine Tür. Aber da war ich schon. Das weiß ich. Aber war ich da schon? Und Chloe? Bisschen kaputt, oder? Na, Halskette? Was sind wir denn hier? Nichts Neues. Okay. Eine Halskette haben wir noch gekriegt. Finde ich toll. Was ich noch gern machen würde, wäre eigentlich zwei Sachen. Und zwar einmal im Weltraum da das eine Ding. Und einmal da draußen den Schatz da holen. Okay. Fahren wir. Okay, da müssen wir wieder finden, wo es weitergeht. Da ist es nicht so gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Ich dachte halt irgendwie, oder? Nee. Kann jetzt sein, dass die so einen Quatsch machen. Ich höre auf jeden Fall welche. Die müssen ja auch irgendwie raufkommen. Was ist da? Limonadenstand? Jetzt! Was? Na gut, ziehen wir es durch. Glück. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich glaube, ich bin richtig.
Und das hat er vom Balkon gesehen? Das soll irgendwo der gestohlene Glücksbringer sein? Hier? Nein! Was machst du denn? Sind das Feinde? Das war eine neue Waffe. Alles klar. Zurückgeholter Glücksbringer. All mein Freund, den kann man zurückbringen. Also ein bisschen was müssen sie da schon noch nachpatchen. Am jetzigen Stand, weil da siehst du die Texturen, die laden teilweise manchmal nicht. Das ist, wo der Grafikspeicher da übermaßen voll wird. Den reichen teilweise die 16 GB nicht aus. Mir. Haben wir da noch was? Nee, ist bloß der Kleider. Komme ich da schneller hin? Da muss man her? Okay. Zum Glück dauert die Schnellreise bloß ein paar Sekunden. Der war draußen, genau. Geh halt mal weg, du blöde Kuh. Oh. Ah, das lief nicht ganz nach Plan. Hätte ich gewusst, dass du dir den Weg freischießt, hätte ich dich nie um Hilfe gebeten. Wer ist denn sonst mal gesagt? So. Das Sabaktor müssen wir auch noch machen. Aber ich will gern hierher. Moment. Zwei Verbesserungen, Plasma oder Ionen. Weißt du was, den machen wir fertig, ja? Erhöhe den Schaden pro Schuss. Ist doch schon mal nicht schlecht. Ionen kann man auch machen. Sehr schön. Erhöhe den Schaden von Ionen. Das sieht man schon mal bei den Robotern. Auch nicht übel. Powerschuss, den kann man auch noch verbessern. Sehr schön.
Du bist hier. Hey, ja. Andy 5. Und zwar möchte ich da noch was tun und wie komme ich jetzt dahin? Was wir mal am Anfang angefangen haben, ich muss jetzt was wieder finden. Und wir haben hier so viele Quests. Da. Verschwinden wir von hier. Sehen. Da ist irgendwie noch eine andere Fraktionsquest, glaube ich. Gehen wir mal in den Gas. Wahrscheinlich klar jetzt da irgendwie sehr gut sichtbar eigentlich. Tesla kommt nicht freiwillig mit nach Mirogan. Du hast einen Blaster, Kay. Was? Ich werde ihn nicht töten. Ein Schuss in die Schulter macht ihn sicher kooperativer. Ja, ich versuche erstmal mit ihm zu reden. Wahrscheinlich ineffizient. Aber okay, pass auf, wo du hinfliegst. Meine Schuld. Ein Hemd hat's hier gegeben, oder was? Wo ist das? Das sind nur zwei Kisten. Ah, die sind aber zu weit weg. Da ist ein Schiff. Ist es verlassen? Ihr seht mich, ihr seht mich nicht. Was? Löblich, löblich, gleich wieder so hinstellen, dass wir uns verpissen können. Hast du auch nicht was zu sagen, ne? Ich schaff das schon. Klar. Es sollte nicht lange dauern, Tislak zu finden. Vielleicht weiß die Barkeeperin ja was. Möchten Sie Ihr Schiff aufrüsten? Kann ich glaube nicht, ne? Nee. Nichts für Sie dabei, was? Nach oben. Ah, wird nicht lange dauern. Ja. Oh, das könnte ein gutes Versteck vor einem Unterboss sein. Was? Unterboss? Eine Ventilwartung. Genau, und zum Warten muss ich alles einstecken. Denkt einfach nur an die Kredits. Ich schicke diese Nachricht ans ganze Team, um euch allen zu sagen, dass ich kündige. Es gab eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und ich habe den Abteilungsleiter ausgeknockt. Es ist nicht mehr zu ändern. Ich nehme mein Rührer-Blaster-Pistole und gehe heute Abend. Eine ehemalige Kollegin von mir arbeitet auf Nashadar
und hat mir bereits eine Stelle organisiert. Ich werde in einer Schmugglerbar wohnen, spricht mit dem Barkeeper. Er ist ungeduldig und meckert ständig über Unruhestifter. Aber er wird euch zu mir führen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Okay, wir haben da auf jeden Fall was gefunden. Geht's immer noch weiter. Schatz geborgen. Dann machen wir was. Unsere Strategie ist, den Bike-Informanten mit Samtanhangschuhen anzufassen. Schmeichle ihn. Die Wachen sind zu seinem Schutz da. Bring ihn zum Reden. Wir wollen wissen, wer Goraks Geschäftspartner sind und wie seine Expansionspläne aussehen. Sobald du alles aus ihnen herausgequetscht hast, kannst du mit ihnen machen, was du willst. Tislak Shah, ich habe ein kleines Holo gefunden, wie du mit Torden redest. Du hast vor, Gorak auszuschalten. Was? Wer bist du? Wie hast du mich gefunden? Ich bin ziemlich gut darin, Verräter aufzuspüren. Nein, du verstehst nicht. Er verdient die Macht der Pikes nicht. Er könnte das 2-3-fache an Profit einfahren, aber er hört nicht auf die Stimme der Vernunft. Er hört nicht auf die Stimme der Vernunft oder er zahlt einfach nicht für deine Besuche auf dem Casino-Kreuzer? Das waren Geschäftsreisen. Ah ja? Erzähl mir davon auf dem Weg zurück nach Mirogana. Warte! Was auch immer er dir zahlt, ich zahle das Doppelte. Crimson Dawn hat mehr als genug Kredits. Mit Crimson Dawn stehen wir gut. Wir müssen das Pike-Syndikat besser bringen. Ich zieh den Auftrag durch, für den ich angeheuert wurde. Also, los geht's. Hilfe! Sie hat einen Blaster! Was? Ich muss ja weg! Zum Glück ist das vorbei. So, Junge. Ruf nicht noch jemanden. Wir machen das ganz in Ruhe, ja? Ja, ja. Weißt du, mein Plan bestand aus mehr als einem Casino-Besuch. Eine ganze Operation war geplant. Vom Zinken von Sabak-Partien bis hin zu gewichteten Glückswürfeln. Ich hätte ein Vermögen gemacht. Glaubst du, du bist die erste Person, die davon träumt, ein ganzes Casino auszunehmen? Du würdest die Feinheiten meines Plans gar nicht verstehen. Mhm, bestimmt. Jetzt kann ich aber nochmal ein Ding machen, ne? Die eigentliche Mission, wo ich ja nicht herkomme, bin. Die werden mich da lang. Muss ich das abschließen? Brauchen Sie etwas für Ihr Schiff? Danke, Andy 5. Also gut, mach's dir nicht allzu gemütlich. Werd ich nicht. Oh, cool. Na, warte mal. Den haben wir bloß. Haha, eingesperrt. Sehr schön. Vielleicht kann ich das dann hier noch fertig machen. Weil ich muss ja hier lang. Ich wusste gar nicht, dass man Gefangene transportieren kann hier. Immer wieder was Neues. Ich habe Informationen über den Einheimischen eingeholt und bin überzeugt, dass die gestohlene Fracht hier auf Toskara ist. Anscheinend gibt es einen Übergabepunkt am Fuße des Berges westlich der Amberin-Schlucht. Ziemlich sicher, dass es hier in der Nähe vergraben ist. Wir treffen uns in Janudas Hoffnung. Das habe ich doch, glaube ich, schon. Schlüsselkarte benutzen. Das hier? Das kann ich nicht nehmen, oder was? Jetzt so. Ach, das war die Schmuggelware, kann das sein? Hast du wieder was für mich?
schon. Damit du mit dem Wagen abhauen und es auf Räuber schieben kannst? Kann er Vermittler? Da kann ich wieder welche raussuchen. Da geht Pike hoch. Das nehmen wir auf jeden Fall. Kann man jetzt nicht merken, wer das ist. Machen wir mal bloß den einen. Wäre das hier interessant für dich? Da hat er nochmal was für Pike. Machen wir auf jeden Fall, dass wir noch höher kommen. Und das sind doch die Hutten, oder? Nee, das ist Crimson Dawn. Und da haben wir nochmal Pike. Nehmen wir mit. Hier ist nichts mehr. Das kann doch nicht wahr. Ayla, hey. Hast du schon einen Plan? Ich habe Optionen. Gut, dich zu sehen, Wes. Wow, diese Ähnlichkeit. Ah, du kennst also Rico. Komm schon, ich bin Hackerin. Glaubst du, ich weiß nicht, wer Rico Wes ist? Die Legende? Aha. Weißt du, sie hat mich eine Menge Aufträge gekostet. Ich habe sie ewig nicht gesehen. Klingt ganz nach Rico. Tja, sie blieb immer gern alleine. Mhm. Auf jeden Fall. Aber mit dir würde ich jederzeit arbeiten. Pass auf dich auf, Kay. Chloe. Bin ich hier in der lautlosen Musik oder was? Mhm. Ich möchte, dass Yonkas Lieferung freigegeben wird. Sie war auf der Windsegler. Yonka hat mehrfach seine Steuer nicht bezahlt. Die Beschlagnahmung seiner Waren ist also gerechtfertigt. Sobald er bezahlt hat, bekommt er sie auch zurück. Sofern ihr nicht alles beim Sabak verloren habt. Wer hat hier das Sagen? Es wäre sicher etwas unangenehm, wenn herauskommt, dass die Gebühren alle beim Sabak draufgehen. Das ist... so eine dreiste... Moment mal. Bist du gut in Sabak? Der Typ an dem Sabak-Tisch da hat mich ausgenommen. Wenn du dafür sorgst, dass ihm das Grinsen vergeht... Lass ich deinen Freund vom Haken. Echt jetzt? Du scheinst ein Problem zu haben. Aber ich höre. Schlag ihn für mich. Und ich gebe Yonkas Waren frei. Und wenn ich nicht spiele? Bekommst du nichts. Okay, dann spielen wir Sabak. Bin dabei. Sehr gut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dann müssen wir wohl... Mhm. Okay, ignoriere diesen Zug, die Gebühr aufs Ziehen, das meine ich wurscht. Halte 2 Chips zurück, das nehmen wir mit. Setze den Hochstaplerwert bis nach dem nächsten Aufdecken auf 6. Weiß ich nicht genau. Kontrollkarten haben bis zum nächsten Aufdecken keinen Effekt auf dich. Wähle einen Spieler, er wirft seine Hand ab, das nehmen wir mit. Und dann darf man noch die dritte machen. Okay. Spiel starten. Ist noch ein Platz frei? Schauen wir mal. Oh Gott, haben wir scheiße Karten, ey. Ja, wir ziehen auf jeden Fall, ne? Ich weiß bloß nicht, was da liegt. Kann ich das noch auswählen dann? Komm schon. Das ist eine 2, ne?
Okay. Ha? Nenolia. Ich will ziehen. Also da links hat eine 5, aber der weiß es nicht. Ja. Tinka Gi Nenolia. Eine 1? Die hat er weggelegt. So legt er eine 1 weg. Dann schauen wir mal. Da wäre eine 1. Okay, aber sinnvoller wäre es natürlich erstmal die da zu ziehen. Ich glaub's nicht, ey. Diese. Ach so, die kann jeder ziehen dann. Eniki, Nanolia. Ich ziehe. Gisei Scott. Oh, bitte. G. Otto Nenolia. Ganz ehrlich, das wird scheiße. Neue Karte. Da liegt eine 4. Ist schon mal besser als gar nichts, ne? Eniki, Kisei, Tagua, Pa. Kontrolle. Die spielen eine Rückerstattung. Nicht, das verliere ich, aber... Jesus Gott. Ah, Griff. Die Otopa. Sabak. Eniki. Yayu Yanasa. Na toll. Silab Sabak. Alles klar, das ist meins. Ich bleibe? Ja. Sorry. Wir spielen da schon nochmal. Bleibt das gespeichert? Ja, sehr schön. Karten bitte. Wie kann ich da nichts eigentlich wieder einsetzen? Okay, wir haben eine 6 und eine 2. Die 2 ist ja schon mal ganz gut. Na dann. Was ist das da? Ist eine 5, ne? Ja. Was ist das? Ist ein Würfel, ne? Ich ziehe. Der da drüber muss man aufpassen, ey. Ja. Hier ist Scott. Wie kann ich nichts einsetzen? Oh. Ha. Ach, nach oben. Yeah.
Ach, du warst mir nicht gefährlich. Du könntest mir gefährlich werden. Oh, viele. Muss ich bloß besser sein? Benutzen. Du hast 502. Eigentlich wäre das... Verschwinden wir. Nein, ich wollte den Dings wieder zurück. Das war falsch gedacht. Ich wollte aus dem Ding da raus. Hey, ich bin dabei. Hat ja keinen Sinn gemacht. Das war jetzt natürlich doof. Eins. Cool. Und das ist ein Würfel, ne? Du musst ja bei einer 1 dann würfeln. Gib mir was Gutes. Okay, probieren wir es. Abwerfen. Eniki, Nanolia. Ich will ziehen. Nenolia. Oha. Oha. Ziehen. Neue Karte. Ja. Jetzt hätte ich fast die weggeworfen. Ich ziehe. Ah ja. Die legt eine 4. Jesus Gott. Wie denkt die Nenolia? Komm ab. Schau mal, was die haben. Wir schummeln jetzt mal wegen. Ungefährlich. Ungefährlich. Auch ungefährlich. Weißt du was? Ich halte es. Ja, halte. Eniki, Kise. Eniki, Nanolia. Kontrolle. Ich will ziehen. Es könnte natürlich kommen, weil die haben ja auch so Sonderkarten. Dass die sagt, ich soll meine Karten wegwerfen. Einser Sabak. Wenn das mal gut geht. Oh, bitte. Sabak. Mein Glückstag. Geschafft. Ich bin einfach gut. Ja, nicht so ganz, aber... Und so macht man das.
Also, hältst du dich an deinen Teil der Abmachung? Wie abgemacht. Ich gebe Junkers Waren frei. Willst du noch einmal spielen? Ich bin raus. Man muss wissen, wann man den Tisch verlassen sollte. Gilt auch für dich. Junker, die Imps geben deine Lieferung frei. Bekomme ich jetzt wieder meinen Rabatt? Natürlich. Ich wusste, du schaffst das. Ja, komm vorbei, wann immer du willst. Und du bekommst immer den besten Preis. Finde ich klasse. So, wir haben ja noch den Gefangenen, den darf man nicht vergessen. Den schmeißen wir unterwegs im Weltraum ab. Und da haben wir natürlich auch noch ein wenig was zu tun im Weltraum. Ich hab die Kanonen aufgerüstet, Alter. Na komm her, du kleiner Spottbrunzer. Meine Laser sind überhitzt. Moment. Was war das? Warte mal, was ist denn hier? Wollen wir jetzt da landen? Setze Spürsender ein. Zu weit weg. Das ist die Raumstation. 11. Ich will noch nicht dran vorbeifliegen. Achtung, Kelly! Was ist denn das Teil? Na, ich kann mal drei da. Ich lasse ein paar Berechnungen zu der letzten Übertragung laufen. Hey, Andy 5. Warst du jemals auf einem Casino-Kreuzer? Nein. Ich auch nicht, aber gesehen habe ich welche. Riesendinger. Manchmal docken sie in Cantonica an. Okay. Gutes Gespräch. Behalte Tislak im Blick, ja? Mach ich. Sprich mit Gorek. Okay.
Da kann ich aber hin teleportieren. Nein, kann ich nicht. Ich muss laufen. Das glaube ich doch nicht. Ey, du Arsch! Bin das verkehrsschwächere Glied? Was gefällt's drauf? Hörst du mal einen Anwalt? Die Und da müssen wir auch noch Sabak spielen, ne? Du bist zurück? Hast du mein Problem gelöst? Na klar, ich habe Tislak gefunden. Er ist auf meinem Schiff. Gut, ich lasse ihn abholen. Gute Arbeit, K-Vess. Ich hoffe, dass der Ruf jetzt extrem gestiegen ist. Handy 5, Gorak schickt jemanden, der Tislak abholen wird. Gut, seine Gesellschaft ist unangenehm. Crimson Dawn wird das wohl nicht einfach auf sich beruhen lassen, was? Nein. Anscheinend ist Tislak wertvoll für sie. Ah, toll. Ach komm schon, ihr kennt mich. Das ist vollkommen unnötig. Kann ich jetzt da wieder Schnellreise machen? Oder wie steht's denn jetzt überhaupt mit dem Ruf hier? Pike steht immer noch schlecht. Mehr schlecht als recht. Es war noch ein Pike-Auftrag, ne? Ah, wir müssen noch ein bisschen kämpfen. Und bei den Hutten, da sind wir auch schon nahe dran. Also, ich muss nicht unbedingt die Belohnungen haben, die sind mir ein bisschen egal. Aber Hauptsache, ich habe da meinen Frieden und wir können ja überall hin. Also von daher ist natürlich gut. Überall nicht schlecht. Und wenn wir natürlich sehr gut stehen, dann kann man sich frei bewegen. Aber das sehen wir dann schon. Kann ich da Schnellreise machen? Jawohl. Eigentlich war es jetzt Blödsinn, da herzureisen. Weil ich würde nämlich in der nächsten Folge, die Folge war jetzt leider wegen länger, ist immer noch schlecht, ist klar. Ursprünglich bin ich ja bloß hierher, um den Ruf ein wenig zu verbessern, das haben wir ja auch geschafft. Auf Tatooine zurück. Dürfte ich, da haben die noch was im Weltraum. Da reisen wir hierher. Weil hier haben wir noch die Revolverheldin. Und den Partner hier haben wir auch noch. Das werden wir dann das nächste Mal machen in der nächsten Folge. Dann sage ich jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Ciao.